Hallo und herzlich willkommen zu meiner vierten Folge Landwirtschaftssimulator 2014. So, dann fahren wir das Mähwerk wieder aus der Arbeitsstellung, kuppeln es ab und steigen steigen hier wieder hin, denn wir wollen jetzt das Feld zu Ende grubern und dann noch das Feld wieder neu besäen. Und vielleicht eins von den beiden Feldern wollen wir auch mal mit. Aber wir haben zwei Felder. Gehört uns Zeit, wie ich das doch gemerkt habe. Und eins von den beiden Feldern wollen wir wahrscheinlich auch mit Gras bepflanzen. Um das einfach mal zu testen. Warum stellen wir keinen Helfer ein? So. Perfekt. Mit dem Mähdrescher können wir aber kein Gras pflanzen. Mähdrescher. Mit der Saatmaschine können wir Gras pflanzen. Aber dafür brauchen wir wieder das hier. Macht der Helfer keinen Sinn. Dann fahren wir das lieber selber. Wir haben noch sehr viel Sprit. Das hält ja einfach lange. Wenden. So, jetzt müssen wir nochmal viermal hin und her fahren circa. Dann wären wir auch mit dem Umgraben fertig von diesem Feld. Aber ich sehe es wirklich. Wir brauchen zwei Trecker, weil ich kann jetzt hier nicht sagen, stellen Helfer einmal was anderes. Geht nicht, wir haben keinen zweiten Trecker. Ein zweiter Trecker ist ja schon praktischer, weil sowas ist ja hier echt langweilig im Let's Play. Wenn ich den ganzen Tag rumfahre und hier nur mein Feld mähe. Wenigstens kein ganzes Feld hier, was wir mähen. Wir mähen ja nur so ein kleines Stück. Aber wenn ich ein ganzes Feld mähe, ich jetzt hier nicht. Ja, wahrscheinlich nicht in der Folge, weil es ist ja schon heftig. Aber gut, muss ich mal gucken. Ich werde mir wahrscheinlich auch so bald wie möglich einen neuen Traktor anschaffen, aber ich weiß noch nicht richtig, ob das wirklich lohnt. Weil, ob es nicht eher, ob ich was Wichtigeres gibt. Ich habe hier mit meinem Landi nochmal mit meinem Bruder wegen dem Mähwerk gesprochen und der spielt mich auch Landi und kennt sich auch ein bisschen besser aus als ich. Und der hat mir auch schon gesagt, dass es mit dem Mähwerk, naja, relativ unnötig war, weil es einfach meinem Level kann man nicht sagen, aber halt, ich bin halt noch nicht gut genug für so ein Mähwerk, sondern halt erst kaufen, wenn man so schon bessere Fahrzeuge und Maschinen hat. Aber gut, kann man nichts ändern. Müssen wir gucken. So, da wird das Feld auch fertig. Dann lassen wir den Flug. Ne, den lassen wir jetzt nicht hier stehen. Das wird unser Feld hier unordentlich aus der Arbeitsstellung. Ich meine, sonst wird nicht unser Feld unordentlich, sondern der ganze Hof wird unordentlich. Damit stellen wir den hier ab. Da stehen wir jetzt alles noch relativ am Haufen. Und jetzt benutzen wir das erste Mal. Die Saatmaschine. Mit der Sämaschine kannst du Getreide auf deinem kultivierten Feld anpflanzen. Tippe auf das Saatgutsymbol, um die Fruchtart zu ändern. Ein Feld kann abgeerntet werden, sobald das Getreide goldgelb oder der Raps orangebraun geworden ist. Reifes Getreide fault, wenn es nicht rechtzeitig geerntet wird. Bringe deine Ernte also immer früh ein. Cool.
für die Erntewellen. Wir machen jetzt einfach mal zum Test Gras auf dem Feld, ja. Wenden und in Arbeitsstellung. Helfer einstellen. Also, ich finde, dass er für den Anfang bei diesem Spiel eine ziemlich große Saatmaschine hat. Aber gut. Ich habe hier so eine kleine, aber das ist ja wirklich hier schon ein Monsterteil, was man hat. So, wie macht der Helfer das denn? Ja, sieht gut aus. Muss wahrscheinlich auch noch wachsen, natürlich. So, jetzt haben wir gerade mal pro Reihe verbrauchen wir 5% der Saatmaschine. Okay. Dann, ja, können wir mal wieder nichts machen. Damit gehen wir mal kurz in den Shop. Und der neue kostet richtig. Dann schauen wir uns mal nach. Mähdrescher, der teure, wow. Kommt schon ziemlich groß auch. Schneidewerke. Gruberflüge. Ah, den haben wir ja. Wow, da kommen wir auf die. Oh, die ganz groß zum Ausklappen und so. Sämaschinen haben wir auch hier schon eine ziemlich große. Aber es gibt noch fettere. So, Düngerstreuer. Okay. Mähwerke. Haben wir auch noch nicht das fetteste von allen. Hier gibt's noch ein fetteres. Zetter. Schwader. Ballenfahrzeuge. Wow. Ein riesiger Ballenhänger. Der kostet ja gar nicht mal so viel. Aber mit Ballen können wir noch nichts anfangen. Kleiner Hänger, okay. Wenn wir den verkaufen, wie viel gibt denn das dann? Hätten wir 29. Damit könnten wir uns aber nicht den leisten. Und eigentlich bringt der uns auch nicht viel. Ladewagen. Traktoren, nehmen wir durch. Gehen wir zurück zu unserem Helfer. Ja, der braucht ziemlich lange. Damit übernehmen wir das jetzt. Ich glaube, das ist jetzt ziemlich langweilig für euch. Aber okay. Sowas muss gemacht werden. Jeder, der Landi Let's Playt, muss das auch machen. Damit ist bei jedem anderen Let's Player genauso langweilig. Damit machen wir das jetzt auch. Was kann ich noch erzählen? Vielleicht mähen wir auch nicht. Dann machen wir nur Hälfte so. Auf jeden Fall. Hier gibt es leider keine ganz kleine Gartentraktoren oder sowas. So Mini-Traktoren vielleicht, die auch dann nur kleine Maschinen ziehen können, weil es ist, wie ich es schon die ganze Zeit erwähne, ein bisschen doof. Dass wir nur mit einem Traktor fahren können und nur einen zur Verfügung haben. Unser anderes Feld ist noch kleiner als das. Oh, ist das viel größer. Dann machen wir, ich weiß nicht, ob wir die Hälfte nur machen sollen. Weil Gras bringt uns ja nicht viel. Ja, wir machen nicht alles. Jetzt habe ich mich gerade einfach mal ganz schnell entschieden. Wir machen jetzt hier. Nein. Du besitzt doch kein Gerät, um Mais zu ernten. Kaufe dies im Shop, damit du die Ernte einbringen kannst. Okay, dann können wir nur das mähen. Bisschen unsauber, ja, sieht man schon. Wir haben noch drin 70% sind noch drin. Und noch 110 Liter.
So, jetzt aber du mal ein wenig Helfer. Schauen wir uns mal kurz unseren Hof mit dem Mähdrescher an. Wo es hier nicht viel zu sehen gibt. Dann fahren wir einfach mal kurz auf die Straße. Ich könnte euch auch sagen, weil ich könnte jetzt nichts machen. Man stellt ja eigentlich nur einen Helfer ein, so um, wenn man jetzt halt was anderes Sinnvolles machen kann. Das machen wir jetzt nicht. Ich bin einfach nur zu faul, das Feld jetzt zu mähen. Ah, hier ist der See. Kann man auch Fahrzeuge ertränken? Nee, Spaß. Testen wir natürlich nicht aus. Ihr habt hoffentlich jetzt nicht im Ernst gedacht, dass ich das mache. Wir wollen ja keine Fahrzeuge trinken. So, die können wir nachtanken. Machen wir jetzt nicht. Wir sind nämlich am Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir bitte ein Like da. Ciao, bis zur nächsten Folge.